Hallo ihr Lieben, bald ist Weihnachten und ich bin eigentlich schon so richtig in Weihnachtsstimmung, aber mein Esstisch ist noch so ein bisschen leer. Deshalb habe ich mir ein paar Sachen geschnappt, die ich noch zu Hause hatte und habe mir eine schöne Dekoration überlegt. Ihr könnt da natürlich verwenden, was ihr wollt, ihr habt bestimmt noch ganz viel daheim. Das hier ist jetzt mal ein Beispiel, was ihr dafür nehmen könnt und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ich war heute Mittag noch in der Stadt und habe mir diesen wunderschönen Sternenteller aus Holz geholt und dieses Streugranulat heißt es, das habe ich mir auch noch geholt. Das habe ich zuerst mal in meinem Sternenteller verteilt, alles ausgekippt. Ich habe es am Anfang noch schön ordentlich gemacht, aber irgendwann habe ich einfach angefangen, es nur noch reinzukippen. Ich finde, es passt einfach super schön zu meiner Tischdecke. Ihr könnt da natürlich auch ganz andere Sachen nehmen. Ihr könnt da Natursand nehmen. Ihr könnt da vielleicht auch so einen künstlichen Schnee, so Schneeflocken nehmen. Ganz wie euch beliebt, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein silbernes Tablett habt, da finde ich diesen Kunstschnee eigentlich super schön. Das Glas stand die ganze Zeit bei mir auf der Fensterbank. Aber ich habe gedacht, das sieht vielleicht in dem Teller als kleiner Farbkontrast, gerade zu den lila und rosa Kugeln, die ich da noch habe, richtig schön aus. Stellt das Glas einfach in die Mitte, macht ein bisschen den Weg frei, dass das Glas nicht auf den Granulatsteinchen liegt, damit es auch wirklich stabil steht. Wenn da nämlich eine Kerze drin ist, sollte es schon stabil stehen, weil es sonst anfangen kann zu brennen. Der weiße Anhänger hier mit den Sternen ist eigentlich, glaube ich, so eine Art Türkranz oder Türverzierung. Die habe ich irgendwann mal gekauft und habe sie in meine Weihnachtskiste geworfen und irgendwie auch nie mehr verwendet. Aber ich habe mir gedacht, die Sterne machen sich doch ganz schön als kleine Deko-Effekte, als kleine Erhöhung, damit nicht alles so tief in der Schale drin liegt. Da habe ich einfach die Sterne von dieser Schnur abgeschnitten und habe sie schön in meinem Sand verteilt. Den zweiten kleinen Stern habe ich dann auch noch vorne an mein Glas gestellt und dann habe ich mir noch einen vierten abgeschnitten und habe den auch hinten angebracht. Als meine Sternchen dann festgesteckt waren, habe ich mir die kleinen Christbaumkugeln geschnappt, habe da den Aufhänger und diese Öse oben abgemacht und habe sie in meinem Sand verteilt. Schaut da einfach, welche Farbe zu eurer Wohnung oder zu eurem Wohnzimmer passt und nehmt einfach die. Bei mir im Wohnzimmer ist alles so ein bisschen bräunlich, so Schoko und Vanille, sage ich immer. Und da passt dieses Rosé einfach super schön da rein. Schaut einfach, wie groß euer Teller ist, wie groß eure Kerze ist, wie groß eure restliche Deko ist und verteilt eure Kugeln einfach so, wie ihr lustig seid. Ihr könnt zum Beispiel auch eine Kugel hinter einen Stern verstecken, damit die einfach mehr Stabilität haben und nicht ständig umkippen. Und als letztes habe ich mir noch diese Holzkugeln, ich weiß gar nicht, wie man es genau nennt, diese weißen Holzkugeln, sage ich es einfach mal, habe ich mir genommen und habe die auch noch zwischendrin verteilt. Und dann war mein Brett eigentlich schon fertig. Ich habe dann einfach noch ein kleines Teelicht in mein Gläschen gestellt, habe es angezündet und habe es direkt heute Abend schon den ganzen Abend brennen lassen. Wenn euch jetzt die Bastellust gepackt hat, dann springt doch einfach mal zu Teddy und Co. und schaut, ob ihr ein schönes Brett findet. Das Granulat gibt es wirklich in 1000 Varianten, auch bei Teddy oder überall zu finden. Ich sag tschüss und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, drückt gerne auf Abonnieren oder schaut euch die anderen Videos an.